Da sitze ich letzten Sonntag in Guchtner Kiritag beim Baubeck drin in der Gaststumm. Hast du schon gehört, dass es ein wenig zugeht in der Hehe um in der Hauzertstumm? Da haben sie leicht da wieder einmal ein wenig raufen, denken wir. Da höre ich schon einen Ittler anrumpeln über die Stirn und der Steffi Tanne kommt in den Gaststumm an. Geh rep, sag ich. Ja, sagt er, oben raufen sie, dass Pfetzen fliegen. Ja, mei, sag ich. Da werden nicht viel Fetzen fliegen, stauben wird's halt ein wenig. Mehrer bringen sie ja heute da nicht mehr zusammen, die Mutter Birbi. Heute halten sie ja dort nichts mehr raus, nichts halten sie aus. Was sollst du denn denken, wo du weit hintreibst, wenn du 20-jährige Kunden vor ein Wirtshaus heraus, du mal Nadel ansiehst, mit einer Eiser der Hand. Da musst du ja einen Schädel aufwacken. Drum halten sie auch nichts mehr aus. Wenn er sich eine halbe Kriegel am Kopf kriegt, da hat er eben gleich einen Schädelbasisbruch. Früher hat halt einer ein Loch gehabt in den Schädel. Heute haben sie aber gleich einen Schädelbasisbruch. Und ich mag das modern klumpert eh gar nicht. Früher haben die Leute weit Hechter gewinnt. Zu Lamprechten, da haben wir einmal gekauft bei oben Wirt, da haben wir Bieren zusammengeklappt. Zieger voll. Wir haben ja gerade unser Drei gewinnt, gegen ein ganz Dutzend. Da haben wir rausrücken müssen und beim Intern wird, da haben wir nachher wieder zusammengekommen, wir drei. Wir sitzen beim Tisch, an Irden rinnt Blut über Pappen an und wie ich schaue, da steckt in Schädel, sieht man, ein Stilettmesser im Hirn drin. Hey, sag ich, du hast das Messer noch stecken drin. Ach so, sagt er. Und zeigt es auch. Hat aber so ungeschickt angezogen, dass er Kling abbricht. Na, kurz und gut, der Wirtshausl hat ihm's nachher mit der Beißzange angezogen. Hätten sie eh stecken lassen sollen, hat der Richter gemacht bei der Verhandlung, bis zum Doktor. Aber da steckert sie am heute noch drin, weil der Sepp, der ist überhaupt nicht zum Doktor gegangen. Ja, mei. Heute rennen sie noch einen drum zum Doktor. Früher ist alles wieder von selben Zahn gewachsen. Der Bahnrichter, das ist ein starker Mann gewesen, der hat der Taxen gekratzt, bis es wieder eingeschnappt ist. Und was eine Narkose ist, das hat seit einer Zeit überhaupt nicht gewusst. Ja.